Der Motor hängt schon am Boot, so wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe jetzt leider das Problem, dass irgendwas mit der Zündung nicht hinhaut. Also der Anlasser, der dreht, der funktioniert, aber kommt einfach kein Zündfunke an. Da ist absolut alle tot. Ich werde jetzt erstmal die Schwungscheibe runterziehen. Da muss ich ja mal weitersehen. Tja, keine Ahnung. Hier ist richtig ein Stator drin. Was? Hier ist richtig ein Stator drin. Fehlt einer? Nein. Das ist ein Teil. Das kann ich nur komplett kurven. 500 Ocken. Ja. Genauso. Die wissen schon, wie sie Geld verdienen. Ich habe ja noch eine Zündung da. Ist ja nicht so, dass es... Auch mit dem Teil da, ja. Nee. Sie, hier sind die einzelnen Spulen drauf und so. Die könntest du ja jetzt auch einzeln tauschen, wenn da eine kaputt sein sollte. Und der ist eben schon das komplett. Da kannst du ja nichts dran machen. Kriegst du nicht mehr runter, ist eingegossen, ja? Na, du kriegst nur durch die drei Schrauben, kriegst du das ganze Paket runter. Ja. So, aber die ganzen Spulen, also das, was du hier alles siehst, das ist hier drin eingegossen. Das ist der ganze Bereich hier, die ganzen Spulen. Ja, ist alles eingegossen da drin. Ist alles eingegossen. Komplett, kommst du nie ran. Also der Verkäufer hat gesagt, der war noch nie an eine Zündung dran gewesen. Ja, ich hab gesagt, der geht. Ja, aber das geht hier innerhalb von Sekunden kaputt. Das ist Reif kaputt gegangen während der Fahrt, kurz vorm Hafen. So viel mal der Motor ausgegangen und dann hat er gestanden. Und von hinten kam die Sanssouci und hat schon Theater gemacht. Und da mussten wir ja auch einen neuen kaufen. Der hat fast 400 Euro gekostet. Ja, kostet noch was? Ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Aber ich gebe mir den Besten. Bin ich schon drauf? Bestimmt, wa? So, also ich habe jetzt die Zündung komplett einmal umgebaut, weil die alte Zündung, die wollte ja nicht so richtig. Also, was heißt nicht so richtig? Die wollte überhaupt ja nicht. Ich kann die euch auch mal kurz zeigen, wenn ihr das so in dem Wirrwarr überhaupt erkennt. Das ist so die alte oder die originale Zündung, die jetzt da drin war. Von dem einen Stecker, da ist hier ein Pin, der ist extrem korrodiert. Korrodiert? Heißt das korrodiert? Ja, ne? Also angegammelt. Und das könnte schon der Fehler gewesen sein, warum die nicht so richtig will. Ich wollte jetzt das Risiko nicht eingehen und alles irgendwie nochmal also zusammenbauen und dann funktioniert es wieder nicht und dann wieder auseinandernehmen. Ich meine, die Gefahr liegt jetzt bei der anderen Zündung natürlich auch, dass das passiert. Wie man die Zündung genau umbaut, also wenn da einer Interesse dran hat, dann mache ich da gerne nochmal ein Video zu. Ansonsten werde ich jetzt erstmal versuchen, den Motor zu starten. Und wenn es denn wieder nicht funktioniert, dann bin ich ganz schön sackig. Also ich bin ja so schon ganz schön sackig, aber dann bin ich erst richtig sackig. Na, wir werden mal sehen. Ich starte mal den Motor. Nicht. Sag mal, gibt's denn sowas? Das kotzt mir an.